Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Serie. Ich bin Satya und ich möchte dir gerne drei Übungsabfolgen vorstellen zum neurogenen Zittern, die sich von den Übungen, die du im Netz finden kannst, unterscheiden. Nur ganz kurz, falls du es noch nicht weißt, im Netz, wenn du dort TRE eingibst, also Trauma and Tension Release Exercise, dann findest du eine Übung, in der du aufgefordert wirst, dein Becken in die Höhe zu stemmen und solche Art ein Überlastungszittern zu provozieren, über das dann das neurogene Zittern kommen kann. Diese Übung ist nicht gut geeignet für Menschen, die recht gut trainiert sind, die zum Beispiel Yoga machen oder Pilates oder Treppen steigen oder viel spazieren gehen, weil diese Menschen eine gut ausgebildete Oberschenkelmuskulatur haben. Und das bedeutet, wenn du zu diesen gut trainierten Menschen gehörst und dein Becken in die Luft stemmst, dann stemmst du unter Umständen 15 Minuten, ohne dass ein Zittern einsetzt. Und das ist sehr anstrengend und irgendwie auch ein bisschen verplemperte Zeit. Und deshalb möchte ich dir drei Übungen zeigen, mit denen du sehr schnell ins Zittern kommst und die absolut sanft und soft und genauso effektiv sind. Und das mache ich dir jetzt vor. Du beginnst damit, dass du dich lang ausgestreckt auf den Rücken legst. Entweder auf deiner Yogamatte oder auf dem Sofa oder auf dem Bett oder auf dem Teppich, so wie ich das hier tue, das ist egal. Du legst dich lang ausgestreckt hin. Ich hoffe, du hörst jetzt meinen Ton noch. Du stellst die Beine auf, sodass deine Fußsohlen den Boden berühren und lässt dann deine Knie auseinanderfallen. Und mach das ruhig mit ein bisschen Druck. Also du musst dich nicht anstrengen, dass du die Knie in Richtung Boden drückst, aber lass die Beine so weit auseinanderfallen, dass diese beiden Sehnen hier an der Innenseite deiner Oberschenkel, dass die so ein bisschen zu britzeln anfangen. Und jetzt führst du deine Knie in Millimeter ganz kleinen Minischrittchen wieder zusammen, so wie du es hier siehst. Und du merkst jetzt schon, dass wenn dieser Winkel erreicht wird, dass deine Beine zu zittern anfangen. Das ist ein Zittern, das du nicht selbst machst, sondern das ist das neurogene Zittern, also dieser autonome Selbstheilungsreflex. Wenn das Zittern ein bisschen weniger werden sollte, dann lässt du einfach deine Knie erneut auseinanderfallen und fängst das Ganze von vorne an. Es kommt also darauf an, immer so diesen bestimmten Winkel zu haben, in dem das Zittern maximal erfolgreich ist. Und so sieht das aus. Kannst du genau schauen, dass das unkontrollierbare Bewegungen sind, die manchmal ein bisschen heftiger sind, manchmal ein bisschen weniger stark. Und wenn es aufhört, einfach wieder auseinanderfallen lassen und das Ganze von vorne. Und das machst du für die Dauer von 10 Minuten. Stell dir gerne dein Handy-Timer oder eine Küchenuhr, denn länger als 10 Minuten am Stück zu zittern, empfiehlt sich nicht. Hier kommt der Teil der Übung, die du auch im Sitzen machen kannst. Ob du das neurogene Zittern im Liegen hervorlockst oder ob du das im Sitzen machen möchtest, das ist ganz egal. Aber da du ja häufig praktizieren sollst, weil du jeweils nur 10 Minuten machen kannst, ist es vielleicht ganz schön, wenn du auf dem Sofa sitzt, dich mit deinen Lieben unterhältst oder einen Film schaust oder einfach in der Gegend herumschaust, aus dem Fenster rausguckst, dass du das also auch im Sitzen machen kannst. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Du sitzt also bequem und dann ziehst du die Füße auf die Sitzfläche deines Sessels oder deines Sofas hoch. Das sieht dann so aus. Und jetzt lässt du die Knie auseinanderfallen. Das geht jetzt bei diesem Sessel nicht so in einen ganz weiten Winkel, weil der Armlehnen hat. Wenn du es auf deinem Sofa machst, würdest du die Knie bestimmt noch weiter auseinanderfallen lassen können. Aber du siehst gleich, dass auch dieser kleine Winkel bereits ausreicht. Ich führe jetzt also die Knie wieder ganz langsam zusammen. Und du siehst, dass es schon zu zittern beginnt. Das ist nicht ganz so intensiv vielleicht wie auf dem Boden. Aber du siehst, das funktioniert auch. Und wenn es nachlässt, nimmst du die Beine wieder auseinander, was auf einem Sofa weiterginge, aber so ist es auch okay, und führst sie wieder zusammen. Und verbringst so deine 10 Minuten. Dieser Teil der Übung ist für dich
besonders dann interessant, wenn du unter dem leidest, worunter ganz viele Menschen leiden, nämlich unter nächtlichem Zähneknirschen. Es gibt einen Fachbegriff dafür, das heißt Bruxismus. Die Zahnärzte sind damit überhaupt nicht gut, weil gesunde Zahnsubstanz natürlich abgetragen wird und deswegen werden Beißschienen verordnet, dass man sich die Zähne nicht so abbeißt. Dieses nächtliche Zähneknirschen ist aber tatsächlich auch ein Ausdruck der Selbstheilungskraft deines Körpers, weil über das Knirschen des Kiefers versucht wird, gehaltene Energie rauszugeben aus deinem System. Und falls auch du zu den nächtlichen Zähneknirschern gehörst, dann zeige ich dir jetzt, wie du über das Kinn ins Zittern kommst und das Zittern den Kieferbereich umfasst. By the way, ist diese Übung auch sehr gut geeignet für Menschen, die Schulter- oder Nackenverspannungen haben, weil dieses Zittern des Kiefers kann sich unten auch in den Halsbereich und in den Schulterbereich ausdehnen und für Menschen mit Beeinträchtigungen. Solltest du nicht sehr gut beweglich sein aufgrund irgendeines körperlichen Beschwerdebildes und die Beine nicht so gut bewegen können, dann kannst du auch über das Kieferzittern die Verschaltungen aus deinem autonomen Nervensystem entlassen. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Entweder nimmst du dir, so wie ich das hier gerade tue, ein Frühstücksbrettchen, auf das du dein Kinn abstützen kannst. Du kannst aber auch, wenn du einen verstellbaren Stuhl hast, vielleicht auf die Höhe deines Esstisches fahren und da das Kinn drauf ablegen. Da kannst du ein bisschen experimentierfreudig sein. Ich mache es jetzt hier mit dem Frühstücksbrettchen. Ich lege das Kinn da drauf und lasse das ganze Gewicht meines Kopfes auf das Kinn fallen, sodass ich da richtig gegendrücke. Ich bohre das Kinn gewissermaßen in dieses Frühstücksbrett hinein und stemme dann gegen das Gewicht meines Kopfes den Mund auf. Das sieht ein bisschen komisch aus, ich zeig's dir. So, jetzt ruht das Gewicht meines Kopfes auf dem Kinn und das Kinn produziert ein Überlastungszittern. Schau, du siehst, wie das zittert. Und dieses Zittern breitet sich vom Kinn bis in den Kiefer aus. Und das mache ich dir jetzt vor.